Was ist da nur los? Eigentlich wäre Stefan Meross immer wieder Schlagertour schon im vollen Gange. Nach etlichen Terminabsagen scheint es nun, als wäre das endgültige Aus eingetreten. Stefan Meross, immer wieder Tourabsagen. In Stefan Meross, 47, Leben findet man derzeit alles außer eines, Ruhe. Sein Liebesleben schlägt seit Monaten weite Kreise, angefangen mit seinem Eheaus mit Anna-Karina Wojcik, 30, bis hin zu seiner neuen Beziehung mit Eva Lubinger, 35. Privat geht es also drunter und drüber, und auch beruflich gleicht Meross' Leben derzeit einer Achterbahnfahrt. Ursprünglich hätte er im Frühjahr für mehrere Termine mit seiner noch Ehefrau Anna-Karina bei der immer wieder Schlagertournee auf der Bühne stehen sollen. Nach dem Beziehungsende wurde die Blondine von dem Plakat entfernt, jedoch beteuerten die Schlagerstars, beide an der Tournee weiter teilzunehmen. Die Hoffnung der Fans, die beiden tatsächlich bei der Tour zu Gesicht zu bekommen, schwanden jedoch von Woche zu Woche. Für Januar und Februar 2023 wurden plötzlich alle Konzerte gestrichen, wie Meross auf Instagram mitteilte. Um unsere Konzertreihe legendär zu machen, brauchen wir für unsere Vorbereitung, sowie unser Team hinter den Kulissen noch etwas Zeit. Daher können wir leider erst im März starten und für euch auf Tour gehen. Vor wenigen Tagen dann der nächste Schock. Auch viele Konzerte im März und April wurden abgesagt. Nun kommt ein bitterer Verdacht auf. Stefan Meross, Tourposting ist gelöscht. So viele Konzerte wurde bereits abgesagt. Da kommt die Frage auf, geht Stefan Meross überhaupt noch auf Tournee? Auf diese Frage gibt es zwar noch keine klare Antwort, doch beim Blick auf das Instagram-Profil des immer wieder Sonntagsmoderators lässt sich feststellen, dass das Posting zu seiner Tour mittlerweile verschwunden ist. Ist dieser Schritt schon Antwort genug? Das lässt sich bisher nicht klar sagen, dennoch kann man sich sicher sein, dass sich der 47-Jährige alsbald zu der Thematik äußern wird. Says you can be, but be should you find.